Hallo zum neuen Let's View. Diesmal haben wir ein Star Wars Buch aus dem Heine Verlag hier liegen. Was ist was im Star Wars Universum? Der ultimative Führer durch die Welt des Krieg der Sterne. Ja, alles wird erklärt, schön mit Bildern vom Rebellenhelm über den Imperialen Blaster und Darth Vader ist vorne das schöne Cover. Schauen wir uns noch mal an und gucken uns einfach das an, was uns hier präsentiert wird. So, hier haben wir einmal ein Bild von Bespin. Also es ist ein bisschen verfremdet, aber wer den Film kennt, Imperium schlägt zurück, als Luke in die Tiefe fiel nach dem Kampf mit Darth Vader. Das ist so eines der Motive. Oder der Blick in die Tiefe. Wenn wir auch, was ist was, nochmal im Star Wars Universum der Titel mit Boba Fett. Auch hier nochmal schön erklärt, was dabei ist. Hier sehen wir auch Raketenwerfer, die im Knieschützer, die sind ja erst in der Serie The Book of Boba Fett ja, zu sehen gewesen. So, fangen wir an. Auch hier schon werden wir gleich begrüßt mit dem Helm von den Todesstern, Kanierhelm. Auch das wäre das Lichtschwert. Erklärung von der Cantina-Band. Ich gehe nicht in jedes einzelne ein. Wir schauen uns ein paar Highlights an und überlegen, was es ist. Hier haben wir auch ein schönes Musikinstrument. Ich kann aber jetzt nicht sagen, woher das stammt. Oben von den Sand, von Tatooine, von Knochen, von irgendwelchen Tieren auf Tatooine. Hier haben wir den Stock des Imperators. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch mal diese Requisiten zu sehen. Ja gut, hier sehe ich, hier leuchtet das so ein bisschen. Wird mal sehen, dass ich was da unten, dass ich es hochnehme, komm. Das ist vielleicht ein bisschen besser, dass ich meine Finger da unterlege, dann können wir sehen. Inhaltsangabe, auch hier der Endo-Rucksack. Grand Moffs Codezylinder. Hier sehen wir die Details, wie so ein Helm dann aussehen sollte, hier von den Sturmtruppen, was natürlich in der Realität nicht der Fall war, ist ein Kostüm. Eine schöne Einleitung. Ja, und dann blättern wir einfach mal durch. So, hier haben wir spezielle Technologien, die Lichtschwerter und auch wie es funktioniert, so ein richtig schöner Querschnitt, aber als, ja, als ob es wirklich zusammengebaut ist, so richtig, sieht ja auch mit Dioden, Widerständen, also mit unserer Technik gebaut, richtig spaßig, das auch anzusehen. Die Blaster, einer der Droiden, so Informationen über die ganzen Figuren. Schauen wir uns das weiter an. Hier haben wir Luke Skywalker, Mark Hamill, auch hier Luke und Bix. Eine Szene aus der, ein Bild aus der rausgeschnittenen Szene. Unten Tante Beru und Onkel Owen. Ja, auch hier ein Bild aus einer rausgeschnittenen Szene, denn Luke hat diesen Kampf zwischen dem koreanischen Schiff und dem Sternzerstörer beobachtet, wo die Prinzessin gefangen genommen wurde. Hier können wir auch sehen, Lukes Kleidung, wie er eben halt zu dieser Toshi-Station gefahren ist, die auch in The Book of Boba Fett erstmals zu sehen war. Aber dieses Kostüm hat er nie getragen im Film, was wir gesehen haben. Auch sehr cool. Mit seinem Landspeeder erklärt. Ja, und dann gehen wir auch hier gleich weiter. Skywalker, Pilot und Jedi, rechts aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Und auch unten der Kampf gegen Darth Vader, auch hier richtig schöne Sachen. Viele Informationen, Grafiken, Bildern, also ein bisschen auseinandergenommen. Also ein richtiges Informationsbuch. Prinzessin Leia Organa. Ja, hier haben wir auch coole Bilder. Auch hier ein Bild, was aus dem Promobereich stammt, was nicht so offiziell veröffentlicht wurde. Auch hier ein Bild, was... Man merkt schon, das ist entstanden als Foto, als Sklavin-Outfit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals echt geflasht von dieser hübschen Frau. Und ich hatte mein Bravo-Poster, wie sie in dem Kostüm war, an der Wand hängen. Ja, ich gebe es zu. War wohl auch mein erster Schwarm, Prinzessin Leia. Eine starke Frau. Und kultig irgendwo. Ja. Was haben wir hier? Han Solo, ja, der Held, der Indiana Jones. Auch hier aus der eingeführte Szene
sozusagen in der Wiederaufführung, wo man ein bisschen überarbeitet hat, den ersten Teil, diese Special Edition, die erste aus den 90ern, Hasol im Carbonit. Seine Gegenstände so ein bisschen erklärt, im Millennium Falcon, auch sehr, sehr interessant. Also das Buch lohnt sich für Star Wars Fans. Ja, hier haben wir Chewbacca, der ist so groß, dass er jetzt sogar eine Doppelseite braucht. Ich lege das mal kurz ein bisschen quer, auch wenn es nicht komplett zur Geltung kommt. Seine ganzen Erklärungen von Gegenständen, die er dabei hat. So, dann, ja, auch nicht schlecht, was er so in seiner Tasche hat. Obwohl er ja nie reingegriffen hat in die Tasche, ne? Haben wir ja nie gesehen. Aber auch sehr gut. Ja, tja, komm, das geht schon wieder quer. C3PO, der Protokolldroide, auch seine ganzen Erklärungen, Anschlüsse, Stecker. Schon sehr witzig, wenn man auch weiß, was bei unserer Zeit das eben halt, ja, für Technik ist. Auch cool, absolut cool. Also das Buch lohnt sich auf jeden Fall für Star Wars Fans. Kann man ja nichts anderes sagen. Ja, R2-D2, genau dasselbe. Hier sind verschiedene Arme erklärt, die wir auch gesehen haben im Film. Antenne ein bisschen rausgenommen, dass man sie besser sehen kann. Oh, richtig cool, richtig cool. Lando Calrissian und sein bester Kumpel Lobot. Hier sehen wir auch, das ist aus der Special Edition. Diese Fenster gab es in der klassischen Edition nicht. Auch hier haben wir ein berühmtes Bild zusammen mit Boba Fett. Seine Lanze, die er hat, hier trägt, als er im Jabba's Palast rumsteht. Richtig cool. Obi-Wan, Kenobi und Yoda. Auch hier richtig schön bearbeitet. Die Bilder, richtig schön. Hier sehen wir auch noch Sebastian Shaw als Anakin Skywalker. Der war nur in der klassischen Version dabei. In der überarbeiteten Version wurde dann er durch Hayden Christensen wieder ausgetauscht als Geist. Ein bisschen über Dagobah-Informationen. Anführer der Rebellen, Mon Mothma, die jetzt in der neuen Serie Andor auch eine wichtige Rolle spielen wird. Und Admiral Akbar haben wir hier, auch sehr, sehr kultig. Ja. Admiral oder General Dodonna. Auch hier haben wir Town Towns. Das ist auch nur so ein Bild, was so ein bisschen im Hintergrund mehr war, weil Town Towns wurden getötet, weil so ein Schneemonster nämlich angegriffen hat, die Basis. Diese Szene war gedreht worden, aber man hat sie dann rausgenommen, weil man die Überraschung mit Luke nicht verderben wollte. Naja, Überraschung relativ, ne? Medizindruiden, auch sehr, sehr spannend. Hier haben wir, der gehört natürlich noch auf die Doppelseite, Darth Vader. Die ganzen Erklärungen, was seine Helme sind, sein Fighter, Anakin Skywalker. Ups, Entschuldigung, ich wollte nicht gegen die Kamera kommen, aber das Buch ist einfach zu groß. Imperial Anführer, hier haben wir erstmal rechts Imperator Palpatine, auch richtig das Böse. Grand Moff Tarkin, ja, er hat echt für Gänsehaut gesorgt, großartig gespielt von ihm. Eigentlich schade, dass er nur kurz dabei ist. Unten sehen wir noch mal ein paar andere. Admiral Ozell, Captain Neda, die ja leider von Darth Vader bestraft wurden. General Veers, der Schauspieler übrigens, hat auch in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug eine wichtige Rolle gespielt. Ja, absolut cool. Admiral Peart. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Die Sturmtruppen. Ja. Verschiedenste Erklärungen. Unverzichtbar für Star Wars gehören dazu. Sturmtruppenausrüstung. Hier nochmal ein bisschen über Comlink, Greifhaken, was die alles dabei haben. Ne? Greifhaken. Haben wir ja eigentlich nur bei Luke gesehen. Ja, die sind besser ausgerüstet, als wir haben. Auch hier sehen wir den Helm. So ist er natürlich nicht in Realität gewesen für den Schauspieler. Das war ja nichts, weil da ist ein Helm mit Schaumstoffgefüllung, damit er sitzen konnte. Sehr, sehr spaßig. Elite-Sturmtruppen oder die Snowtrooper, auch sehr cool. Und der Scout-Trooper, richtig cool. Scout-Blaster. Hier haben sie aber auch das richtig gemacht. Hier haben sie einige Worte wie jetzt Scout-Trooper nicht übersetzt. Einige oder Speederbike. Einige Bücher in Deutsch wurden dann komplett. Dann wurde das zum, weiß ich nicht, fliegenden Rad oder so. Das ist es eben halt. Es wurde alles übersetzt. X-Flügler, X-Wing, TIE Fighter, T-Flügler oder was auch immer die dann gemacht haben draus.
Wir haben auch nochmal imperiale Piloten, AT-AT-Piloten oder der TIE Fighter-Pilot. Richtig klasse. Auch die Erklärung eben halt so ein bisschen. Der Walker. Hier auch im AT-ST-Walker, den zweibeinigen, den Chicken Walker auch genannt. Die Piloten. Hier haben wir auch den imperiale Druiden, der Probe Druid, auch echt absolut kultig. Und dann haben wir hier den Befragungsdruiden, den Folterdruiden. Haben wir Prinzessin Leia. Jabba the Hutt mit Ola. Ein paar Monster, Bekehrung, auch nicht schlecht. Jabbas Gefolge, Bib Fortuna. Gamorreanischen Wachen. Ja, die Monster haben es mir nie so angetan. Hier haben wir nochmal die neuen Tänzerinnen, die in der Special Edition erstmals zu Trage kamen, da wurde die Band ja überarbeitet. Hier sehen wir noch Snice Noodles, die wurde ja auch bearbeitet, das ist jetzt die neue Version. Und ein paar neue Tänzerinnen, die war ja so ein bisschen mit, hat ja mit Boba Fett geflirtet. Hier haben wir auch Boba Fett, ja, der gehört dazu. Mit ganzen Erklärungen, auch mal seinen Schulterraketen, die ganzen Waffen. All das, was er jetzt in der neuen Serie eigentlich ein bisschen eher zur Geltung bringt. Absolut kultig. Hat keine 2 Minuten Auftritt in Imperium schlägt zurück. Auch, ich glaube, im Gesamten hat er nur wenige Minuten Auftritt, aber eine absolute Kultfigur von Anfang bis Ende. IG-88 genauso kultig, genauso wie Dengar und Borsk und Horlum und Sukkos. Alle sind so, haben Kultfiguren und wir haben sie ja nie wirklich in Action gesehen. Man hat sich sozusagen mit der Fantasie was draus gebaut. Borsk, ja, Prinzessin Leias Verkleidung. Den Shadow of the Empire in der Geschichte, da hat sich den erstmals die Geschichte, auch eine sehr geniale Roman- und Comic-Geschichte, kann ich nur empfehlen. Sandleute, die Tusken Rider. Ja, hier noch ein bisschen einfacher dargestellt, wenn wir jetzt Book of Boba Fett sehen, ist ja wesentlich mehr Hintergrund verfasst. Auch die Java ist noch sehr einfach hier. Das ist schon sehr verrückt. Die Ewoks, ja, gehasst oder geliebt. Wicked wie Warwick, wenn man bedenkt, Warwick Davis war ja der Schauspieler, unser Willow. Also Wicked wie Warwick, Warwick nach Warwick Davis. Ne? Der einzige, der wirklich nach dem Schauspieler benannt wurde. Ist einem manchmal nie aufgefallen. Die Cantina Band und auch die verrückten Insassen, die es dort gab. Ja, absolut kultig. Auch der Song, sehr crazy. Wahnsinn. Die Kreaturen, das Wampa. Dann haben wir hier das Rancor. Ja, was war das nicht? Der Rancor-Wärter. Schon so ein verrückt. Weltraumschnecke. Weitere Druiden, die wir gesehen haben im Film. Bisschen verrückt manchmal, aber schon lustig. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Hier nochmal das Bild. Und hier nochmal zum Abschluss nochmal ein paar Bilderchen nochmal ein bisschen erklärt. Ja, einen sehr schönen Überblick gibt dieses Buch und ich hoffe, dieses kleine Let's View, wenn wir einfach mal durchblättern, ein bisschen kommentieren, hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like. Ich freue mich über einen Kommentar. Erzählt mir, ob ihr das Buch habt, wie ihr das fandet und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.